Willkommen zur letzten Einheit. Ich denke, wir sind mittlerweile bestens für ein komplexeres Beispiel vorbereitet. Mal sehen, was wir uns alles gemerkt haben. Als Abschlussbeispiel bietet sich eine Wellendimensionierung an. Wir haben hier eine Welle gegeben. Es gibt Riemenkräfte P1, P2, Riemenkräfte P3, P4, zwei Lager, ein Lager an der Position A, ein Lager an der Position B. Und die Fragestellung ist für das gegebene Material mit der zulässigen Spannung, welcher Wellendurchmesser ergibt sich minimal, sodass die Welle den Belastungen standhält. Gut, am besten starten wir wieder mit dem Freischneiden. Den haben wir hier schon mal vorbereitet. Das heißt, im Lager A haben wir eine Kraft in X-Richtung, eine in Z-Richtung. Und auch im Lager B haben wir zwei Kräfte, eine in X-Richtung und eine in Z-Richtung. Wir sehen hier auch schon gleich, dass in Y-Richtung keine Kräfte wirken. Dann rechnen wir uns als erstes die Auflagerkräfte aus, in A und in B. Da wir schon wissen, wie das geht, können wir gleich weitermachen und unsere Welle schneiden. Unsere Schnittgrößen können wir mit den Auflagereaktionen schön berechnen. Dazu haben wir unsere Welle in drei Teile geteilt. Einmal zwischen dem Punkt A und C. Einmal zwischen dem Punkt C und B. Und einmal zwischen dem Punkt B und D. Wenn wir die Schnittgrößen nun ausgerechnet haben, können wir die sogenannten Schnittgrößenverläufe zeichnen. Für das Moment in X-Richtung bekommen wir diesen Verlauf. Dieser setzt sich zusammen aus dem Moment im Bereich 1 und aus dem Moment im Bereich 2. Auch beim Moment Z müssen wir hier einfach nur die Verläufe im Bereich 1, im Bereich 2 und im Bereich 3 auftragen. Wir sehen hier, dass sich zwei Maxima bilden. Einmal ein Maximum im Punkt C und einmal ein Maximum im Punkt B. Deshalb werden wir uns diese beiden Punkte genauer anschauen. Wir starten mit dem resultierenden Biegemoment im Punkt C. Das resultierende Moment im Punkt C ergibt sich aus dem Betrag von mxc zum Quadrat plus mzc zum Quadrat und daraus ziehen wir die Wurzel. So, wir wissen, dass ein Moment Kraft mal Abstand ist. In dem Fall bekomme ich für mxc fax mal l2 zum Quadrat plus mein Moment mzc setzt sich zusammen aus FAZ mal dem Abstand L2 zum Quadrat, daraus die Wurzel. Und wenn wir unsere Zahlenwerte einsetzen, erhalte ich für das Moment 124,5 Newtonmeter. Das Gleiche machen wir jetzt für das Biegemoment in B. Wir rechnen uns wieder das resultierende Moment aus. Das Moment MB berechnet sich gleich wie das Moment MC. Es setzt sich zusammen aus der Wurzel aus mxb zum Quadrat plus mzb zum Quadrat.
daraus wieder die Wurzel ziehen. Das ist gleich der Wurzel aus, Klammer auf, AZ mal, Klammer auf, 2L2 minus, Klammer auf, P3 plus P4 mal L2, Klammer zu, zum Quadrat. MZB ist dann gleich, Klammer auf, FAX mal 2L2 zum Quadrat. Daraus noch die Wurzel. Und wir setzen unsere Zahlenwerte ein und erhalten 75 Newtonmeter. Wir sehen nun, dass der Wert von MC höher ist als der von MB und schließen daraus, dass unser kritischer Punkt C ist. Das heißt, in C muss nun der kritische Durchmesser berechnet werden. Das könntest du uns jetzt zeigen, Markus. Sehr gerne. Wir möchten unsere Welle anhand der Schubspannungshypothese auslegen. Das heißt, die Dimensionierung erfolgt entsprechend einer zulässigen Schubspannung. Die Formel dazu lautet, die zulässige Schubspannung ist die Wurzel aus Biegespannung halbe zum Quadrat plus Schubspannung zum Quadrat, was nichts anderes ist als die Anwendung des Satzes von Pythagoras auf einen ebenen Spannungszustand. Das lässt sich sehr schön im Mohrschen Spannungskreis sehen für alle, die hier näher interessiert sind. Für die Rechnung ist nur interessant, wie sich die Spannungen jetzt ersetzen lassen, sodass wir den Radius in unsere Dimensionierungsformel bringen und dann entsprechend den Radius bzw. den minimal zulässigen Durchmesser für die Welle bestimmen zu können. Die Biegespannung Sigma haben wir bereits in einer vergangenen Einheit besprochen, errechnet sich als Biegemoment an der relevanten Stelle C. Unsere relevante Stelle ist ja C, wie wir vorhin festgestellt haben, weil dort das Biegemoment am größten ist. Das Torsionsmoment ist an C und B gleich groß. Wir benutzen also das Biegemoment an der Stelle C, dividiert durch das axiale Flächenträgheitsmoment für die Welle und multipliziert mit dem Radius, der dem maximalen Randfaserabstand in unserem Fall entspricht. Analog dazu die Schubspannung, die sich ergibt aus dem Torsionsmoment an der Stelle C, hier dividiert durch das polare Flächenträgheitsmoment und wieder maximaler Randfaserabstand, Radius der Welle R. Wir setzen also in unsere Dimensionierungsformel rück ein und erhalten damit vorerst Wurzel aus Biegemoment MC mal Radius durch 2 mal axiales Flächenträgheitsmoment zum Quadrat plus zweiter Term Torsionsmoment an der Stelle C mal Radius dividiert durch das polare Flächenträgheitsmoment. Alles zum Quadrat. Dann ersetzen wir noch die Trägheitsmomente. Das axiale Flächenträgheitsmoment für die Welle ist, wie wir wissen, Pi r der vierten Viertel. Und das polare Flächenträgheitsmoment ist nichts anderes als eine Linearkombination der beiden Axialen in der Ebene, in der die Welle ein Kreisquerschnitt ist und ergibt sich somit zu Pi mal r der vierten halbe. Beides eingesetzt und herausgehoben, was möglich ist, ergibt sich für die zulässige Schubspannung demzufolge der gemeinsame Faktor 2 durch Pi mal r der dritten Wurzel mc zum Quadrat, unser Biegemoment, plus
mtc zum Quadrat das Torsionsmoment, jeweils an der Stelle c. Das ist jetzt schon unsere fertige Formel. Es ist nur noch notwendig, auf den Radius umzuformen, und wir erhalten, Radius ist die dritte Wurzel aus 2 durch Pi mal zulässige Schubspannung, die wir ja gegeben haben, mal Wurzel Biegemoment mc zum Quadrat plus Torsionsmoment mtc zum Quadrat. Eingesetzt ergibt sich für unseren Radius dann ein Wert von 0,0117 Meter, beziehungsweise ein minimaler Durchmesser d von 23,3 Millimeter, was schon unserem gesuchten Ergebnis entspricht. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Mechanik-MOOCs angelangt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einiges lernen. Bis zum nächsten Mal!